Also Leute, was ist das hier? Ist das Truman Show oder was geht ab? Freie Energie so einfach, ey, das gibt's doch nicht. Das kann doch wirklich nicht euer Ernst sein, oder? Normale Gleichrichterbrücke. Die Wechselstromseite, eine Seite davon. An irgendeine Erde, die ihr findet, ne? Ja. Einfach ans andere Ende fassen. Tschüss. Gibt es sowas auch noch? Ja, gut. Wirken wir als Biokondensator, hä? Ein schöner Kondensator bin ich. Ja. Klappt doch überall. Ja, und dann steht man hier so rum und probiert ein bisschen aus, ne? Ja, ist doch auch ab und zu mal geleuchtet. Bisschen jedenfalls nur. Ja, das ist hier ne, 12 Volt, kommt von einer Autobatterie, wird das gespeist, hat absolut keinen Kontakt mit irgendeinem Netz oder mit irgendwas anderem. Ja, auf der anderen Seite habt ihr die Erde, ne? Krasse Sache. So was Verrücktes. Ja, wenn es also wirklich nur darauf ankommt, dass vor der Gleichrichterbrücke auf der einen Seite eine Erde angeschlossen ist und auf der anderen Seite irgendwas, ne, was diese freien Elektronen einsaugt, sagen wir es mal so. Am besten ein bisschen mit Schwung, ne? Ja. Funktioniert es denn dann auch mit einem Bedini-Motor? Also, hier ist die andere Seite, ne? Und die geht bei mir auf den Bedini-Ausgang, auf Plus, ne? Also da, wo dieser Gleichrichterdiode bei euch am Transistor weggeht. Ja, die andere Seite bleibt offen, ne? Also rein theoretisch bezieht dann die Batterie irgendwas, ne? Mit der Batterie, mit der Autobatterie werde ich nicht betreiben, 12 Volt. Die ist auch überhaupt nicht geerdet, also steht hier komplett frei. Geht's oder geht's? Alles im Blick. Ach, das habe ich mir wieder toll ausgedacht hier. Moment, das machen wir anders. So ist es ja dasselbe, ne, eigentlich. Nach wie vor hängt an der Erde dran. Die eine Seite. Brückengleichrichter. Haufen Verbraucher. Mehr LEDs hatte ich jetzt nicht gehabt. Okay, na dann. Boah, bin ich aufgeregt. Hüss. Der Schön. Gibt's denn das auch noch? Vorhin hat er doch auch so schön oszilliert. Mal schauen, ob ich es nochmal hinkriege. Na komm. Muss jetzt oszillieren, Kleiner. Wieso geht es jetzt nochmal? Moment. Also irgendwie. So nett. Aber so ungefähr sollte es klingen. Hab's endlich rausgefunden, wie es selbst oszilliert. Okay, also das hier einfach an den Ausgang, Bedini-Ausgang, ne? Jawohl.
Okay, Moment. Da brauche ich zwei Hände für. Also den hier in irgendeiner Zwischenposition halten. Merkt er dann schon, dass er dann anzieht. Habe ich das gemeint? Jawohl, den muss man halt jetzt noch irgendwie halten. Ne? Jawohl, diesen Punkt hier, seht ihr? Aha. Aha. Hm. Also den Punkt hier halten. Den hier halten. Und komm her. Geht's nicht. Ach, dann so hier halt. Aber naja.